Also zeitgemäße Führung hat aus meiner Sicht heute mehr denn je mit Selbstführung zu tun. Und ich kann letztendlich andere nur führen, wenn ich in der Lage bin, mich selbst zu führen. Oder anders ausgedrückt, ich kann andere nur spüren, wenn ich mich selbst spüre. Und Führung hat sehr viel mit Spüren zu tun. Das ist für manche Sozialromantik oder weltfremd oder Tierwelt. Das kann ich aber nur aus tiefster Überzeugung sagen, dass ich das ganz anders wahrnehme. Und ich habe sicherlich auch Jahre gehabt. Ich weiß es noch von meiner ersten Frau, die damals mal zu mir gesagt hat, du hast aber ein kaltes Herz. Und ich habe damals gesagt, ja, was soll denn das? Und so tiefer ich dann so reingespürt, habe ich gemerkt, ja, es gibt Situationen, da habe ich das wirklich. Und sich das einzugestehen, erstmal überhaupt zu sagen, ja, das gehört auch zu mir. Und dann zu sagen, und warum ist das so? Und ich möchte es ändern. Und das meine ich mit Selbstführung. Denn ich hatte die Jahre, wo ich mich nicht gespürt habe, nicht wirklich so gespürt habe, wie ich mich heute spüre. Und viele wissen gar nicht, was Spüren heißt. Denn Spüren heißt dann, ich spüre wirklich die Organe im Körper. Oder ich könnte die Akupunkturnadel an die Stelle setzen, wo ich gerade etwas spüre. Das heißt, ich muss sehr intensiv im Kontakt sein mit meinem Körper. Also ich werde jetzt schon etwas konkreter, was wirklich Spüren heißt. Und erst wenn ich das Detaillierte alles in mir spüre, dann bin ich auch in der Lage, das mehr beim anderen zu spüren. Und das hat für mich sehr viel mit Führung zu tun, weil ich letztendlich den anderen nur dann führen kann, wenn ich für mich über die Jahre gelernt habe, mich selbst zu verstehen, zu erfahren und zu führen. Es ist dann teilweise eine Herausforderung, wenn ich für mich, und so habe ich es am Anfang immer gesehen, davon ausgehe, dass alle gleichzeitig offen sind und jeder nur darauf wartet, dass es anders ist. Und jeder nur sagt, ja prima, jetzt kann ich und ich darf und super und toll und wunderbar. Das ist auch eine Illusion, weil viele, die über Jahre das gar nicht gewohnt waren, weil sie einfach in einem System eingebettet waren, was eben was ganz anderes erwartet, verlangt, gemacht, getan hat, sind in dem Moment, wo es darum geht, sich, ich sage jetzt mal, aktiver oder selbstständiger oder auch reflektierter mit den Dingen umzugehen, nicht von heute auf morgen einfach da und sagen, hurra, ich darf das. Sondern da findet zum Teil erstmal eine Irritation statt. Also, ja, wie jetzt, was, wie, ich, wieso, ich doch nicht. Also, das finde ich auch ganz wichtig zu erkennen, dass dieser Prozess, der erstmal zu einer Irritation führt, ganz normal ist, bis man sich so langsam daran traut und sagen, ja, wunderbar, das ist wirklich so gemeint und wir dürfen und wir können das tun und wir dürfen auch mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung für uns tun, dass man dem wirklich Zeit gibt und dass es nicht darum geht. Also ich habe oft den Fehler gemacht, dass ich meinte, ich war zwar jetzt, könnte ich sagen, eine gute Absicht, aber dennoch war es so, dass es bei den anderen so ankam, dass es übergestülpt wird und dass ich zu stark missioniert habe. Und dieses starke Missionieren führt eher zum Gegenteil. Also deswegen Rahmen geben, Raum geben, dass so etwas entstehen kann, aber es dann auch geschehen lassen. Also wie man in der Natur sagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Und dementsprechend dann auch die Geduld haben. Denn es passiert etwas und es wird kommen, ohne dass man etwas tut.